geschlagen, getreten, von Hunden gebissen. Bilder von Flüchtlingen an der ungarischen Grenze. Hilfsorganisationen erheben schwere Vorwürfe. Die Grenzpolizei misshandle Flüchtlinge. Wir wollen vor Ort herausfinden, was an den Vorwürfen dran ist. Die Suche beginnt in Serbien, im größten Flüchtlingslager am Rande der Hauptstadt Belgrad. Lange war Serbien nur Durchgangsstation für Flüchtlinge auf dem Weg in die EU. Doch seitdem Ungarn und später auch andere Balkanstaaten ihre Grenzen dicht gemacht haben, stecken die Menschen hier fest. Seit 5 Monaten geht es für Abu Muslim und seine Familie weder vor noch zurück. Zu 6 leben die Afghanen in diesem Zimmer. Viele sind aus Griechenland hergekommen und können nicht weiter. Ich weiß nicht, ob die Regierung in Ungarn oder die in Serbien dafür verantwortlich ist. Sie sagen alle, wir müssen warten. Sie reden nicht vernünftig mit uns. Sie sagen nur, wir sollen ruhig sein, schlafen und warten. Serbien nimmt fast niemanden auf. Gerade 40 Flüchtlingen hat das Land im vergangenen Jahr Asyl gewährt. Doch immer mehr Menschen kommen. Binnen eines Jahres hat sich die Zahl der Flüchtlinge im Land von 900 auf 8000 fast verzehnfacht. Ich weiß nicht, was passieren wird. Unsere Kapazitätsgrenzen sind erreicht. Jetzt wird es Frühling und das Wetter ist gut. Da werden mehr Leute kommen. Noch mehr als während des Winters. Viele kommen aus Griechenland. Schon dort waren die Lager überfüllt. Die EU hatte sich verpflichtet, die Menschen aufzunehmen und sie solidarisch zu verteilen. Doch das ist bisher gescheitert. 63.000 Flüchtlinge wollten die Europäer allein Griechenland abnehmen. Tatsächlich umverteilt wurden bisher weniger als 10.000 Menschen. Viele in Griechenland Gestrandete machen sich deshalb auf eigene Faust auf den Weg, bleiben aber oft in Serbien stecken. Auch Deutschland hat sein Versprechen nicht erfüllt. Statt der zugesagten 17.000 Flüchtlinge aus Griechenland hat Deutschland nur rund 1.500 aufgenommen. Die Kanzlerin ratlos. Irgendwo muss überall die Bereitschaft da sein, sich an allen Facetten der Bewältigung der Migrationsproblematik zu beteiligen. Und wie das genau aussehen kann, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Also das Thema ist noch nicht gelöst. Ungarn baut seine Grenzanlagen immer weiter aus. Hier soll es regelmäßig zu Übergriffen kommen, berichten Hilfsorganisationen. Denn Ungarn will die Flüchtlinge nicht. Trotzdem versuchen immer wieder Menschen, die Sperranlagen zu überwinden. Auf der ungarischen Seite ist oft schnell Schluss. Mit Maschinenpistolen werden die Menschen abgeführt. Der Bürgermeister eines Grenzorts brüstet sich bei Facebook mit der ungarischen Abschottungspolitik und führt die Flüchtlinge vor wie Trophäen. Die ungarische Regierung bestreitet systematische Misshandlungen. Zurück nach Belgrad, gleich hinter dem Hauptbahnhof Baracken. Wer keinen Platz in den vollen Flüchtlingslagern findet und weiter Richtung EU will, haust in diesen Lagerhallen, bis zu 1000 Menschen. Den Versuch, es nach Ungarn zu schaffen, nennen sie hier schlicht The Game, das Spiel. Die Pakistaner Samin und Adnan haben es schon 5-mal versucht und sind immer gescheitert. Zuletzt vor wenigen Tagen, erzählen sie. Gegen 23 Uhr haben wir die ungarische Grenze passiert. Wir waren eine Gruppe von 70 Leuten. Hinter uns kam die Polizei mit 40 Leuten und hat uns alle gestoppt. Wir mussten uns dann in einer Reihe aufstellen und sie haben uns durchsucht. Wir mussten uns auf den Boden legen. Sie sind über uns gelaufen. Sie haben uns auch gezwungen, Alkohol zu trinken und uns alle geschlagen. 3,5 Stunden haben sie uns geschlagen. Samin zeigt uns die Verletzungen seines Freundes. Auch der berichtet, er sei misshandelt worden. Die Polizisten schrien, Hände hoch und prügelten auf mich ein. 10 Minuten war ich bewusstlos. Sie flößten mir Alkohol ein und sagten, genieß es. Ihr geht nach Deutschland, dort werdet ihr die ganze Zeit trinken. Außerdem haben die Polizisten geraucht und mir die Zigarette auf dem Arm ausgedrückt. Auch diese beiden Pakistaner berichten von Schlägen und Misshandlungen. Jetzt, nach 5 Tagen, sehen die Blutergüsse nicht mehr so schlimm aus, sagen sie. Nur beim Laufen hätten sie noch starke Schmerzen. Der Leiter des UN-Flüchtlingshilfswerks in Serbien
hält solche Berichte von der ungarischen Grenze für glaubwürdig. Das sind Berichte dazu, wie die Polizei dort Gewalt angewandt hat oder ihre Kleidung konfisziert hat oder verschiedene Dinge gemacht hat. Und wie oft erhält man solche Berichte? Momentan fast täglich. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat mehr als 100 Fälle dokumentiert, in denen sie misshandelte Flüchtlinge versorgen musste. Helfer vor Ort haben ebenfalls Hinweise auf Misshandlungen gesammelt, auch an der serbischen Grenze zu Bulgarien und Kroatien. Ich stehe in Kontakt zu Ärzten hier. Die sagen, die meisten Verletzungen, die sie sehen, sind von Hundebissen. An der bulgarischen Grenze sollen 15 Polizisten mit 5 Hunden gekommen sein und sie auf Kinder losgelassen haben. Das sind ja oft noch Kinder hier. Die Parteichefin der Linken, Katja Kipping, hat vor wenigen Tagen das provisorische Flüchtlingslager besucht. Ihr Vorwurf, die Bundesregierung schaue tatenlos zu, wie an der europäischen Grenze Menschenrechte missachtet werden. Dass ein EU-Mitgliedstaat wie Ungarn sämtliche Menschenrechte und den universellen Flüchtlingsschutz so mit Füßen treten darf, ja Menschen mit Füßen treten darf, das ist wirklich das große Scheitern der EU. Die Bundesregierung teilt mit, ihr seien keine Fälle bekannt, dass Flüchtlinge an der ungarischen Grenze gezielt misshandelt werden. Sie werden wieder versuchen, die Grenzen zu überwinden, trotz Stacheldraht, Hunden und Maschinenpistolen.